Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Wir werden uns heute einen Weißkohl-Hackfleischtopf machen. Das Rezept habe ich von einem meiner Zuschauer über Instagram zugesendet bekommen. Er selber ist auch auf Instagram aktiv. Ich werde euch den Namen von ihm jetzt hier unten einblenden. Da könnt ihr gerne mal auf Instagram bei ihm vorbeischauen, beziehungsweise ihm sogar folgen. Er macht richtig, richtig tolle Sachen. Wo er mir das Rezept geschickt hat, hat er gesagt, das hat er auf YouTube so noch nicht gesehen. Ich soll das gerne mal testen, kann es auch verfilmen. Das, wie gesagt, werden wir heute machen. An Zutaten brauchen wir dafür auch gar nicht viel. Diese stehen hier, die schauen wir uns jetzt an. Dann geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. In erster Linie benötigen wir einmal hier einen so einen kompletten Weißkohlkopf. Dann hier hinten haben wir Hackfleisch stehen. Hier im Vordergrund liegt eine Chilischote. Dann brauchen wir süßen Senf. Hier habe ich Schmelzkäse. Und ganz hier hinten haben wir noch einen so einen Becher Curry-Ketchup. Und bei dem Curry-Ketchup, da handelt es sich natürlich um den Ketchup, den keiner isst, aber jeder zu Hause hat. Das ist der von Hela. Den sollte man laut Rezept auch nehmen. Wer den Ketchup jetzt absolut nicht mag, der kann natürlich einen anderen nehmen, sich auch gern so eine Currysoße selber kochen. Nur ich will das Rezept heute so verfilmen, dass es einigermaßen original ist. Ich gehe mal davon aus, es ist auch ausbaufähig, aber wir machen es so, wie er es mir geschickt hat. So, Zutaten, Rezept wie immer in der Videobeschreibung und jetzt fangen wir an. Das Geile an dem Rezept ist, das ist so einfach, wir brauchen gar nicht viel schnippeln. Wir werden jetzt erstmal hier mit unserem Kohlkopf anfangen. Da werden wir die äußere Schicht an Blättern erstmal abmachen, die nicht mehr so schön sind. Hier reißen wir nur das Stückchen raus, dann reicht das. Dann nehmen wir uns das Ding, legen es uns schön mittig hier hin, werden hier das Ding halbieren. Und wenn wir das gemacht haben, legen wir uns den hier so schön auf den Rücken. Und wenn wir den jetzt so hier liegen haben, schneiden wir uns hier so einen schönen Keil rein, dass wir hier schön unseren Strunk rauskriegen, weil den wollen wir nicht essen. Den können wir dann auch beiseite packen, obwohl hier ist noch ein bisschen was. Und dann brauchen wir uns den einfach nur hinlegen und hier so runterschneiden, dass wir so richtig schöne, feine Stücke haben. Nachdem wir unser Kohlkopf jetzt fertig geschnitten haben, ich zeige es nochmal, das sind solche Streifen hier, das ist so vollkommen ausreichend. Ich denke mal, je feiner, desto besser, aber zu fein ist natürlich auch wieder nicht so optimal. Aber so wie das jetzt hier liegt, ist uns das vollkommen ausreichend. Dann, wie immer, habe ich hier meine Zucker-Salz-Mischung. Da gebe ich jetzt mal eine großzügige Ladung über den Kohl. Wie viel genau das ist, schreibe ich euch natürlich in die Infobox rein. Dann werden wir die Hände nehmen und werden das Ganze einfach nur mal schön miteinander vermengen, dass überall was von der Mischung hinkommt. Und nachdem wir das jetzt hier so gute 5 bis 10 Minuten geknetet haben, seht ihr hier auch schon, der fängt an, das Wasser zu lassen, beziehungsweise seht auch an der Schüssel, wie voll die am Anfang war. Das fällt schon so ein bisschen ein. Das ist das, was wir erreichen wollen. Das ist wie beim Krautsalat, wenn ihr den ja auch knetet würdet, also als weiter kneten würdet, gesalzen, würde unser Kohl auch schon so ein bisschen weich. Aber das soll für uns genügen. Das werden wir jetzt nehmen, einfach hier rüberstellen. Die 2-3 Krümelchen, die hier liegen, machen wir mit da rein. Ja, und dann bleibt uns nur noch unsere Chili über. Die werden wir uns einfach mal halbieren oder hier einfach in Ringe erstmal schneiden. Und wenn wir das gemacht haben, werden wir sie nochmal grob hacken, dass wir schöne feine Stücke haben. Was ihr da jetzt für eine Chili nehmt, das ist eigentlich egal. Ob es jetzt eine Jalapeno, wollte ich schon sagen, eine Jalapeno ist oder Habanero, vielleicht ist das eine Mischung daraus. Vielleicht an die Chili-Experten können die ja mal sowas züchten. Das bleibt wie gesagt euch überlassen, ist dem Schärfegrad, der euch passt, gegeben. Da hier Kinder mit essen, nehme ich jetzt nur eine, hier so eine, ja, ich nenne es mal feine Milde.
Und wie gesagt, wenn die jetzt hier fein gehackt ist, war es das auch mit Vorbereitungsmaßnahmen. Und dann kann ich im Hintergrund schon die Kohlen durchglühen, Dutch Oven drauf und da sehen wir uns gleich wieder. Und wenn mein Hühnerfrikassee-Video gesehen hat, was ich euch gerne hier oben jetzt nochmal hin verlinke, da war jemand zu Besuch und der hat am Anfang von dem Video so einen richtig schönen Satz gesagt. Das mit Zutaten vergessen habe ich von dir gelernt. Psst. Und schwupp, da ist es wieder passiert. Ich habe das Wasser vergessen. Wir brauchen für unser Rezept natürlich auch noch Wasser. Mittlerweile am Kugelgrill angekommen. Fußmarsch über den Brocken, es hat sich gelohnt, wir sind endlich da, die Kohlen sind durchgeglüht, war natürlich nur ein Spaß. Ich werde jetzt hier meinen Dutch Oven nehmen, den werden wir hier auf unsere Kohlen draufpacken. Bei dem Dutch Oven handelt es sich um den DO9A von Barbecue Toro, das ist einer aus der Alpha-Serie. Der hat im Gegensatz zu den anderen hier oben einen flachen Deckel, das heißt, den kann man nicht als Pfanne nutzen. Das heißt, wir haben somit mehr Volumen im Kessel selber. Link dazu packe ich euch wie immer in die Infobox. Dann werden wir uns hier so ein bisschen Öl reingeben, lassen das auf Temperatur kommen und dann braten wir unser Hackfleisch an. Mittlerweile ist unser Öl heiß genug. Da werden wir jetzt unser Gehacktes nehmen und das Ganze portionsweise schön krümelig anbraten. Mittlerweile ist unsere erste Ladung gehacktes soweit. Das hat hier richtig schön Farbe, ihr seht das. Ne? Ist auch schön leise geworden. Jetzt werde ich hier mein neues Gadget nehmen, was ich vom Christian habe. Danke nochmal dafür, wo du letztens hier warst. Ich werde das schön rausnehmen. Oh, und das geht, Junge, Junge, Junge. Wichtig ist, dass das Hackfleisch am Anfang schön Röstaromen kriegt und tut euch einen Gefallen, würzt es bitte nicht, denn der Ketchup bzw. der Senf, den wir haben, der bringt genug Geschmack mit. Auch unser Kraut haben wir ja schon so ein bisschen gesalzen, deswegen macht da nichts dran. Und ich werde jetzt das restliche Hackfleisch hier fertig anbraten und dann machen wir weiter. Und in der Zeit im Hintergrund jetzt unser gehacktes schön anbrät, wollte ich euch noch mal hier unseren Kohlkopf zeigen, denn ich habe ja am Anfang gesagt, durch das wir den anfangs ein bisschen salzen und zuckern, wird er weicher. Das können wir uns jetzt mal hier schön angucken und ich hoffe, man sieht es gescheit, er ist schon richtig schön weich geworden. Ihr seht das hier dran, der labbert, der bricht nicht mehr sofort. Feucht ist er auch richtig schön, das heißt, er hat auch gut Wasser gelassen. Das heißt, wenn wir später das Zeug noch anbraten, sparen wir uns so ein bisschen was an Zeit, bis der richtig weich geworden ist und dann kann ich euch auch noch so als Tipp geben, nehmt euch hier so ein Stück, dann probiert ihr das. Ja, ist okay. Also probiert das aufgrund des Salzgehalts. Guckt, wie stark es gesalzen ist. Sollte es wirklich zu stark sein, dann könnt ihr das nehmen, unter fließend Wasser so ein bisschen abspülen, dass wir die Salzschärfe so ein bisschen wegnehmen. Aber das hier ist okay. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, ich schreibe euch auch die Menge, die ich jetzt auf den Kohlkopf genommen habe, an Salz, Zucker unten in die Videobeschreibung, dann sollte das also funktionieren. Denn deswegen haben wir ja, wie ich eben schon gesagt habe, unser Hack nicht gewürzt. Das andere bringt auch noch genug Geschmack mit, nur halt versalzen wollen wir es nicht. Deswegen probiert das, wascht zur Not ab, ansonsten so wie hier könnt ihr es dann lassen. Und jetzt gehen wir wieder rüber zum Topf, ans Hack. So, ich habe jetzt das letzte bisschen an Hack hier rausgeholt, was wir angebraten haben. Somit sind wir mit dem Hack durch. Jetzt im nächsten Gang werde ich mir hier unseren Kohl nehmen. Und ihr seht, hier unten im Topf haben wir jetzt richtig schöne Röstaromen. Da werden wir jetzt unseren Kohl drauf geben, weil den müssen wir auch nochmal richtig schön scharf anbraten. Das macht er am besten auch so ein bisschen portionsweise, weil unser Kohl soll heute auch so ein paar Röstaromen abkriegen. Und wenn wir den jetzt im Nachgang anbraten, also nach dem Hack, haben wir den Vorteil, dass wir uns unten schön die Röstaromen lösen können. Gute 10 Minuten haben wir es jetzt rum. Mittlerweile habe ich dann doch den kompletten Kohl dazugegeben, weil der schon so ein bisschen eingefallen ist. Also könnt ihr doch von Anfang an alles reingeben, das funktioniert. Und wenn man jetzt hier unten schon mal guckt, hier seht ihr hier unten am Boden,
diese Röstaromen, die wir hier hatten, die sind jetzt richtig schön abgelöst. Und man sieht es auch hier am Kohl selber, die sind jetzt richtig schön mit da drinne. Aber wir wollen dennoch Farbe an den Kohl kriegen. Deswegen kann das jetzt noch so ein paar Minütchen dauern, bis wir das erledigt haben. Und lassen das jetzt erstmal so eine ganze Weile schön vor sich hin braten. Gut eine Viertelstunde weiter. Ihr seht, unser Kohl, der hat jetzt auch schon richtig schön Farbe gekriegt. Ist jetzt auch so weit, dass unten kaum noch was an Flüssigkeit rauskommt. Das heißt, er fängt an, unten anzuhängen. Das wollen wir nicht, weil wir wollen ja keinen schwarzen Kohl, sondern einfach nur hier so schön angebraten. So wie das jetzt hier ist, seht ihr ja schön die braune Farbe und die Röstaromen, die jetzt auch am Kohl sind. Da werden wir jetzt als nächstes unser Gehacktes wieder zutun. Dann werden wir das schön unterrühren, also quasi mit dem Kohl vermengen. So, dazu werden wir dann erstmal einen kleinen Schluck Wasser geben, dass uns das Ganze unten nicht anhängt. Aber wirklich nur erstmal so einen kleinen Schluck. So sieht das Ganze gut aus. Dazu kommt dann jetzt unser gesamter Ketchup. Und auch den rühren wir erstmal schön unter. Boah, der Duft, ey, hammergeil. Dann geben wir wieder einen kleinen Schuss Wasser dazu, dass wir ein bisschen mehr Flüssigkeit haben, weil durch den Ketchup bindet das Ganze dann natürlich doch ganz schön ab. Als nächstes kommt jetzt unser süßer Senf komplett dazu. So, auch den rühren wir dann erstmal schnell wieder unter, dass überall was davon hingekommen ist. So, und wenn wir den jetzt drin haben, nehmen wir uns das restliche Wasser, füllen das Ganze so weit auf, dass das richtig schön sämig ist, so wie jetzt hier, so sollte das vollkommen reichen. Denn jetzt muss das Ganze erstmal gut eine halbe bis dreiviertel Stunde noch vor sich hin köcheln, dass der Kohl noch ein bisschen weicher wird. Dann werden wir die restlichen Zutaten dazugeben. Ja, und dann denke ich, ist unser Topf auch schon fertig. Köcheln lassen wir das Ganze natürlich bei geschlossenem Deckel. Da ist es dann wichtig, guckt nur, dass genug Flüssigkeit drin bleibt. Sollte was fehlen, gießt da immer so ein bisschen Wasser nach, rührt das schön um. Also nicht jetzt einfach sich selbst überlassen, sondern schon so ein bisschen ein Auge drauf haben. Mittlerweile haben wir es gut 45 Minuten rum. Ich hatte zwischenzeitlich so nach einer Viertelstunde, weil das doch zu stark gekocht hat, die Hitze ein bisschen reduziert, die Kohlekörbe nach links rechts gepackt, dass der von unten nicht mehr so viel Bums hat. Dann werden wir unseren Deckel mal lüften und ihr seht, es brodelt trotzdem noch ganz gut. Zwar hier an der Seite mehr, weil da die Hitzequelle ist, aber das reicht vollkommen aus. Und ihr seht, das ist auch schön einreduziert. So viel Flüssigkeit haben wir nicht mehr im Topf. Das ist auch gut so, denn jetzt kommt der Punkt, wo wir unseren Käse noch dazugeben werden. Das war's. Den rühren wir dann jetzt schön unter. Der wird sich gleich schön auflösen, je wärmer er wird. Das sollte genügen. Jetzt werden wir dann noch unsere Chilischote dazugeben. Dass wir auch noch so ein bisschen einen leichten Kick dran kriegen. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass das durch den Senf und Ketchup leicht süß ist. So, dem geben wir dann jetzt noch mal runde 10 Minuten, dass der Käse noch mal richtig schön sich verteilen kann und alles schön heiß wird. Und die Chili auch so ein bisschen ihre Aromen entfaltet. Und dann sehen wir uns gleich am Tisch wieder zum Probieren. Mittlerweile ist es soweit. Ich habe hier so ein schönes Schälchen, wo ich mir was aufgefüllt habe. Das werden wir natürlich jetzt noch kosten. Ich bin selbst gespannt wie ein Flitzebogen. Und er pustet wieder. Aber diesmal ist es heiß, da kann er pusten. Oh Gott. Alter. Auf einem Bein kann man nicht stehen. So, probiert haben wir. Und ihr seht, mein Schälchen ist weg. Es ist mir schon wieder geklaut worden, weil sie wieder nicht warten wollen. Ne, Frau? Na, sagt wieder nichts, weil man ihre Stimme nicht hören soll. Egal. Also, ich kann euch echt nur sagen, anfangs
wo ich die Zutaten gelesen habe, war ich sehr, sehr skeptisch, weil wir doch eine ganze Menge Ketchup dran geben. Dann der süße Senf noch in Kombo mit dann mit dem Schmelzkäse. Aber ich kann euch wirklich nur sagen, das ist echt hammer, hammer geil. Durch das war das Fleisch so schön mit Röstaromen versehen haben, dasselbe dann nochmal mit dem Kohl gemacht haben, dann Ketchup, alles dran. Also das ist ein Gleichgewicht, das passt wirklich super, super toll. Wir haben eine richtig schöne Süße da dran, durch Ketchup und Senf halt. Dann haben wir eine richtige cremige Note durch den Käse und die Chilischote, die gibt dem hinten raus nochmal so ein bisschen an Fahrt. Also im Gesamten ein richtig, richtig geiles Rezept und geschmacklich wirklich eine Wucht. Auch wenn ihr euch scheut und sagt, oh Gott, so viel Ketchup, dies, das, jenes, ich kann wirklich nur jedem sagen, probiert das mal aus, ihr werdet wirklich belohnt. Also geschmacklich, ich kannte es so nicht, ist das echt der Oberhammer. Hack und Kohl geht ja sowieso generell immer in Kombo, aber mit dieser Version dann, also wirklich, macht das nach, probiert es aus und lasst mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Mittlerweile ist mir dann die leere Schale hier auch wieder hingestellt worden. Ist für mich ein Zeichen, zum Ende zu kommen, dass wir endlich essen können, weil sie rudern schon hinter der Kamera. Jetzt nochmal einen lieben Gruß an den Micha, der mir das Rezept hat zukommen lassen. Er heißt auf Instagram TheFoodStalkJer. Wer Interesse hat, guckt bitte bei ihm vorbei, folgt ihm auch. Er macht wirklich richtig tolle Sachen, also die Bilder, die man da sieht, das ist immer spitzenmäßig. Ich werde es natürlich hier unten auch noch einmal einblenden. Dann wären wir für heute wieder durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist dem so, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Dann über einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt ihr das jetzt gerne hier oben nachholen. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Ja, und dann sage ich wie immer, bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.